Der Spiegel. Seit 75 Jahren rühmt man sich, hier lebt die investigative Recherche. 1962 ruft ein Spiegelbericht über Bundeswehrinterner die Staatsanwaltschaft auf den Plan. Der Vorwurf Landesverrat. Herausgeber Augstein muss in Untersuchungshaft. Menschen gehen für den Spiegel auf die Straße. Am Ende siegt die Pressefreiheit. In den 80er Jahren decken Spiegeljournalisten etwa die Schmiergeldaffäre des industriellen Flick auf. Zuletzt wilde Wochen Maskendeals der Union. Das, wofür der Spiegel stand und steht, da sind wir uns, glaube ich, ziemlich treu geblieben. Also es geht schon darum, Opposition zu sein gegenüber den Mächtigen in der Wirtschaft, in der Politik. Sachen kritisch zu hinterfragen, Sachen, Missstände aufdecken. Vor 3 Jahren sagen, was ist, in eigener Sache. Reporter Klaas Relotius hat einen Teil seiner Geschichten frei erfunden. Wirtschaftlich scheint die Krise überwunden. In den vergangenen 20 Jahren brach die Auflage zwar ein, nun erholen sich die Zahlen aber wieder dank digitaler Abos. Für den Medienexperten ist die Digitalisierung des Spiegel aber nur bedingt ein Erfolg. Obwohl der Spiegel beispielsweise oder die Spiegelgruppe die besten Voraussetzungen für Multimedialität hat, durch das starke Nachrichtenmagazin, durch den Auftritt Spiegel Online, durch Spiegel TV, hat der Spiegel das in den vergangenen Jahren aber leider noch nicht geschafft, alle diese Elemente zusammenzuführen und ein starkes multimediales Haus zu werden. Da sind andere deutlich weiter. Der Spiegel stellt sich neu auf, langsam, aber sicher. Und Daniel Buß ist Medienjournalist unter anderem für das Medienmagazin ZAPP und beobachtet die Presselandschaft entsprechend in Deutschland schon seit Jahren. Womit verdient der Spiegel eigentlich heute im 75. Jahr seines Bestehens am meisten Geld? Schon mit dem Online-Angebot oder noch mit der gedruckten Ausgabe? Naja, man muss schon sagen, dass das Gedruckte auch immer noch das Schwergewicht ist, auch finanziell. Allerdings gibt es auch da Verschiebungen. Der Spiegel verdient immer weniger mit Anzeigen, weil das Werbegeschäft auch grundsätzlich nicht mehr so gut läuft bei klassischen Zeitungen oder Zeitschriften. Es geht also immer mehr um direkte Erlöse, was wir Leserinnen und Leser bereit sind, am Ende auch zu bezahlen, ob wir Abonnements lösen, zunehmend tatsächlich auch im Digitalen. Und da muss man sagen, dass der Spiegel ja längst ein Konzern ist. Mit Spiegel TV arbeitet das Haus beispielsweise auch für öffentlich-rechtliche Sender und generiert dort Umsatz. Und es gibt genauso gut auch noch andere Ablege, die der Spiegel hat. Der Spiegel ist noch im Kern das klassische Nachrichtenmagazin, aber es ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon auch viel drumherum entstanden. Muss wie in anderen Medienhäusern auch beim Spiegel gespart werden? Ja, also es wurde ein Sparprogramm schon vor einigen Jahren aufgelegt. Man muss sagen, Menschen, die im Spiegel gearbeitet haben, haben berichtet, dass sie über Jahrzehnte im Prinzip nicht über Budgets reden mussten. So gut lief das Geschäft. Die Mitarbeiter sind ja auch und Mitarbeiterinnen über eine Mitarbeiter-KG beteiligt, zumindest viele von ihnen. Man hat also auch an den Gewinnen persönlich letztlich auch gut profitiert, aber es wurde gespart. Es wurde zum Beispiel ein großes Zukunftsprojekt geschlossen, Bento. Das war ein Ableger, der gar nicht unter der Marke Spiegel lief, aber von jungen Spiegelredakteurinnen und Redakteurinnen produziert wurde für junge Leserinnen und Leser. Das Projekt hat man tatsächlich auch in der Corona-Krise dann aufgegeben. Wie sehr haben denn die Skandale im eigenen Haus dem Spiegel geschadet? Das ist, Stichwort Relotius, vor allen Dingen schon ein massiver Image-Schaden. Manche, die den Journalismus kritisieren, man muss auch fast sagen, missbrauchen die Vokabel. Relotius Presse wird dann manchmal gerufen. Das kommt sicher aus einer sehr speziellen, populistischen Ecke. Aber das klebt jetzt am Spiegel, so wie die Hitler-Tagebuch-Affäre eben am Stern klebt. Aber wir sehen ja, dass mehr Abos, Print und digital zusammengenommen, inzwischen letztlich gekauft werden vom Publikum. Und das ist schon ein Indiz dafür, dass zumindest wirtschaftlich Relotius jetzt kein besonderer Schaden war. Stimmt denn das Image nach wie vor, dass der Spiegel immer politisch ganz links zu verorten ist? Es gibt diesen klassischen Spruch aus früheren Zeiten, dass der Spiegel im Zweifel links steht. Man muss aber auch sagen, Herausgeber Rudolf Augstein war ja zum Beispiel für die FDP einige Zeit im Bundestag. Und der Vorgänger von Steffen Klusmann, der Vorvorgänger, Wolfgang Büchner als Chefredakteur der Spiegel, der ist jetzt gerade in der Ampel von der FDP als Mitglied des Regierungssprecherteams auch berufen worden. Ich würde schon sagen, dass es inzwischen im Spiegel auch ein Meinungsproblem Pluralismus gibt. Manche sagen auch, der Spiegel ist politisch beliebig geworden. Was hat man sich denn beim Spiegel für die Zukunft vorgenommen?
Man will vor allen Dingen gegen Bild ankommen. Das ist erklärtermaßen auch von Steffen Klusmann, dem Chefredakteur, der Hauptkonkurrent im digitalen Zeiten. Man will tatsächlich Themen setzen stärker. Dafür soll in diesem Jahr auch ein neues Nachrichtenteam gegründet werden im Spiegel, das, und so nennt es Klusmann selbst, Agenda-Setting betreiben soll, also Themen setzen soll. Das ist, glaube ich, die große Aufgabe des Spiegel in der Zukunft. Und damit will man natürlich noch weiter Abonnements im Digitalen generieren, Erlöse generieren, um das wegzufangen, aufzufangen, was im Gedruckten schleichend verloren geht. Daniel Buß, Medienjournalist, vielen Dank für diese Information und die Einschätzung.